Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen auf dem Zweitkanal. Mal wieder, liebe Leute. Und erstmal wollte ich mich bedanken für den ganzen Support, Leute. Es ist sehr, sehr lieb von euch, dass ihr mir so ein bisschen helft, den Zweitkanal wieder zu beleben, weil der war komplett tot. Ich habe ewig nichts hochgeladen. Und jetzt macht es mir echt Spaß, hier mal zwischendurch so ein bisschen so ein kleines Video rauszudrücken, um mal so ein paar Sachen auszutesten. Und deshalb sehr, sehr nett, dass ihr da seid. Danke für die Abos, danke für die Likes. Sehr, sehr lieb. In der Folge auf dem Hauptkanal haben wir die Kollegen ausgetestet, die Laylabs. Und die haben mir richtig gut gefallen, auch wenn die jetzt einen komischen, krummen Schwanz haben. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Denen geht's gar nicht gut. Ich weiß, oh mein Gott, bei dem ist ja noch schlimmer. Was ist hier denn passiert? Auf jeden Fall, irgendwas ist passiert, wo ich nicht auf dem Server war anscheinend. Und mit denen gehen wir gleich unterwegs rüber nach Astra Eos und werden versuchen, gegen Medusa zu gewinnen. Also, ich weiß nicht, wie das Ganze klappen soll. Ich denke, das könnte wieder in die Hose gehen. Wir haben Medusa noch nicht einmal bezwungen. Aber theoretisch, wenn ich Astra Eos geupdatet habe, sollte Medusa genervt sein und sich nicht mehr so heilen. Das war nämlich nicht gewollt. Die hat sich an ihren eigenen Minions geheilt, wenn sie die gekillt hat. Und das sollte gar nicht so. Aber ich dachte die ganze Zeit so, Junge, heilt die viel. Aber tatsächlich war es nur ein Bug. Also könnte sein, dass es jetzt deutlich, deutlich einfacher ist. Und ich glaube, dann hätte ich es mit meinen Dinosuchus auch schon geschafft, wenn der Bug nicht gewesen wäre. Was ich übrigens gerade gemacht habe, ich habe eine Premium-Mod gekauft, weil die sind irgendwie 25% billiger gerade. Und da habe ich mich baiten lassen von dem Ganzen. Und ich habe mir hier diese dekorativen Sachen hier geholt. Ich dachte, die sehen irgendwie cool aus und ich will die jetzt austesten. Vielleicht sind die ein ganzes Video wert. Ich habe keine Ahnung. Das müssen wir dann mal gucken. Aber ich habe schon mal den Fabricator umgebaut. Und die Smithy. Hä? Das sieht cool aus. Ja, tatsächlich sieht das cool aus. Oh, Kühlschränke auch. Nice. Wie zum Teufel. Der Chemietisch stand falsch rum die ganze Zeit. Das fällt mir jetzt erst auf. Guck mal. Ich hatte den falsch rum stehen. Die Monitore sind nach hinten. Oh, die Air Conditioner sind cool. Ne, sogar Dedicated Storage. Okay. Aber die sehen nicht so cool aus, oder? Ich glaube nicht. Boah, die Forge. Ist die Forge auch falsch rum? Nein, ich glaube nicht. Tatsächlich glaube ich, die ist nicht falsch rum. Ja, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Kann man machen. Okay, eigentlich wollte ich damit gar nicht so sehr rumspielen. Ich würde sagen, wir gehen rüber Astra Eos und werden jetzt Medusa wegknechten. Das ist der Plan. Und vielleicht hole ich mir Ceratus ran. Das könnte gut sein. Weil ich habe in den Kommentaren gelesen, dass jemand geschrieben hat, benutze mal Ceratus. Und ich habe allgemein Ceratus für gar nichts benutzt bisher. Weil ich irgendwie so gar nicht so richtig einen Plan habe, wie stark die sind. Und deshalb testen wir die gleich mal aus. Wir nehmen so zwei Ceratus mit rein. Oder so. Lol, ich kann die einfach ins Inventar hochladen? Oh mein Gott. Ich hätte das gar nicht so machen müssen. Ey, hoffentlich kann ich die auch so wieder runterladen. Sonst habe ich ein großes Problem. Ah, das ist ja noch einfacher. Guckt euch das hier bitte an. Ich habe gerade Ceratus gebreedet und die Farben sind halt so nice. Oh mein Gott, der hier ist so sexy. Der darf nicht sterben. Den nehme ich, glaube ich, gar nicht mit. Der sieht so cool aus. Ah, die hier auch. Er hier auch richtig böse. Vielleicht habe ich auf dem hier gerade 25 Level in Gewicht gesteckt. Das könnte sein. Er kommt trotzdem mit. Mir egal. So ganz theoretisch sollte das jetzt die ganze Armee sein. Das sind 16 Laylabs, 2 Ceratus, 1 Yuti und ein Schweinchen. Und ich werde auf jeden Fall erst Gamma machen, weil ich erstmal gucken will, wie gut das läuft. Ich habe ein ungutes Gefühl, das könnte auch schon wieder richtig in die Hose gehen und wir können das dann wieder komplett vergessen. Aber wenn es gut laufen sollte, dann gehen wir dann da direkt in Alpha rein und gucken mal, wie das läuft. Also, oh Gott, ey. Ich glaube, ich habe ein Trauma von gestern einfach. Das mit dem Megatherium, das lässt mich nicht los. Das war so schlimm. Der kann der große Kampf jetzt ja endlich beginnen. Ich habe gerade noch mal ein Map-Update gemacht. Ich bin mehr als gespannt, ob das jetzt klappt. Also, das könnte sein, dass es jetzt viel, viel einfacher ist, weil der hier war eigentlich das Schlimmste für mich. So, ab aufs Schweinchen und die Reise kann beginnen. Alle mitkommen, vor allem das erste Mal mit Ceratus. Und wir müssen hier noch wieder das automatische Geschrei anmachen. Der schreit nicht, weil der low on food ist? Hier, schrei jetzt. Hallo, Essen. Ich glaube, ich habe die YouTube umsonst mitgebracht. Nee. Er schreit. Alles gut. Okay, hab nichts gesagt. So, alle mitkommen. Es geht jetzt hier rein in den Kampf. Wir werden diesmal nicht gestunt am Anfang. Schicken da gleich alle drauf. Mein Gott, das ist mal diese etwas andere Armee. Guckt euch das mal an. Oh, das kann cool sein. Das kann wirklich cool sein. Und ich hoffe, dass die gut Damage machen. Und ich hoffe auch, dass die Ceratus ihren Job machen mit dem Healen. So, jetzt muss ich T gedrückt halten, weil ich immer noch nicht das irgendwo draufgelegt habe. Attack, go. Alle drauf. 1300 Damage sieht schon mal richtig gut aus. Wisst ihr, was 1300 Damage gemacht hat gestern? Megatherium, was eine Spinne gegessen hat. Das hat 1300 Damage gemacht. Und die machen das schon so. Also, das ist jetzt schon ein Riesenunterschied. Ich heile mal ein bisschen, aber bis jetzt sieht das doch richtig, richtig gut aus. Ich habe kaum Food verbraucht. Von daher geht es dir wahrscheinlich richtig gut. Aber das ist halt auch nur Gamma, ne? Ja, diesmal heilt die nicht. Das ist ja tausendmal besser. Aber die brauchen trotzdem relativ lange, oder? Und meine heilen sich mit dem Ceratum richtig krass. Oh, jetzt wurde ich doch gestunt. Scheiße. Ah, nein, die gehen jetzt auf mich. Nö. Hallo, nein, das war nicht geplant, okay. Ey, hören Sie bitte auf, Spinne, bitte, hören Sie auf, mich zu belästigen. Ey, ich habe nichts gemacht, so, wir heilen hier einfach mal ein bisschen, dann gehen wir halt hier dazwischen. Gabba, kein Ding, aber brauchen viel, viel länger als Dinosaurus.
Aber vielleicht schlagen die sich trotzdem besser. Das können wir gleich mal sehen beim Alpha. Weil wir gehen auf jeden Fall gleich direkt rein in Alpha. Aber warum dauert der Fight so lange? Ab und zu machen die ordentlich Damage. Und ab und zu gefühlt gar keinen. Was mich aber richtig mit meinem Schweinchen. Ey, ich weiß jetzt nochmal selber ein bisschen rein hier. Zack, zack, zack. Hier, Schweinchenattacke mittendrin. Guckt euch das an. Und down. Muss man erst selber mithelfen. Das hat schon lang gedauert, ne? Könnte sein, dass wir Alpha mit denen auch nicht schaffen. Da war Dinosuchus schon echt tausendmal besser. Aber was man sagen muss, der Cerato hier, der war wirklich gar nicht so schlecht. Das könnte sein, dass es sich echt lohnt. Eigentlich, theoretisch, kann ich doch einfach wieder starten, oder? Auch wenn die da gestapelt auf dem Terminal stehen. Aber das dürfte trotzdem klappen, oder? Wenn ich hier rankomme, komme ich überhaupt ran? Oh, nee, ich glaube... doch, komme ich? Ich starte einfach. Ich hoffe einfach, die kommen alle mit. So hoch sind die doch nicht gestapelt, oder? Dass die oben rausgucken? Nö. Und nur das Schweinchen da rauszubekommen, wird gleich schwierig. Und diesmal muss ich wahrscheinlich selber schießen bei Alpha. Oh mein Gott, das Schwein steht sogar direkt neben mir. Was ist das für ein Service? Jetzt muss ich hier nur rauskommen. Und das schaffe ich auch noch. Oh mein Gott, besser geht's gar nicht. So, Alpha. Warum sitze ich so komisch auf dem Schwein schon wieder? Was ist das hier, Arc? Was sehe ich da? Egal. Sind sogar noch alle auf Follow von davor. Ey, was ist das für ein Traum? Ich muss gar nichts machen. So, Leute, das könnte anstrengend werden tatsächlich für euch. Ich bin gespannt, wie wir es machen. Weil das ist Alpha, okay? Laylabs, ihr müsst doch jetzt beweisen, wie stark ihr wirklich seid. Seid ihr echte Knechter oder nicht? Das sehen wir jetzt. Ich muss selber aufpassen, das habe ich vergessen. Okay, weil der könnte mich wieder one-shotten und dann ist das Ganze vorbei und ich verliere all meine Laylabs instant. Von daher, wir müssen ein bisschen auf Abstand bleiben auch. Oh, der Damage ist halt so krass. Ich muss da hin. Ich muss da hin. Ich hoffe, der Yuti brüllt auch ein bisschen. Das wäre echt cool, aber ich glaube, das macht er nicht. Ja, ich wurde gestunt. Okay, ich hau mir mal hier Potion zur Sicherheit rein. Das wäre halt cool, wenn wir den Yuti auf den Yuti wechseln könnten, so mittendrin. Ich glaube, der ist tot, bevor ich gucken kann überhaupt. Bei dem geht es jetzt schon nicht so gut, glaube ich. Oh, no. Weil wenn Food leer ist, würde ich super gerne auf den Beauty gehen. Oh, nein. Irgendwas, Cerato ist gestorben. Cerato ist schon down. Ne, das ist ganz schnell vorbei. Food ist leer. Food ist leer. Wechsel, wechsel auf Beauty, wenn es geht. Okay, wir sind gewechselt. Das war erfolgreich. Okay, ich kann mich gar nicht bewegen. So, Leute. Ja, die verlieren halt sowas von. Oh, mein Gott. Die verlieren so krass. Oh, nö, ey. Oh, ja, ich... Oh, nein, gestern wurde ich auch noch. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Nicht reinrennen, bitte. Ah, meine Rüstung! Okay. Nicht gut, nicht gut. Okay, Laylabs, nicht Alpha. Leute, wir haben immer noch nicht Alpha besiegt. Immer noch nicht. Wir werden Medusa nie besiegen. Ich weiß nicht wie. Ich dachte, meine Laylabs, die knallen gut rein. Ich glaube, Dinosuchus werden jetzt wahrscheinlich der Weg. Jetzt wurde nicht mehr so krass healed, weil letztes Mal haben wir nur wegen dem Heal verloren. Aber krass. Ja, nee, das ist auch vorbei. Das ist komplett vorbei. Guckt euch das an. Die war richtig, richtig krass viel Damage. Ich will nicht mehr, bitte. Lass mich gehen. Laylabs gegen Boss war es nicht, Leute. Der hat es auch nicht gerissen. Verdammt. Junge, die waren so viel Damage. Oh, komm schon. Ich bin schon wieder gestunt. Ja, jetzt war es das wohl. Da kann ich wohl nur zugucken. Warum so stark? Wer hat sich das ausgedacht? Hallo? Ey, die ist ja so crazy. Zumindest habe ich meine Sachen am Teleporter wiederbekommen. Aber meine Laylabs sind tot. Zum Glück habe ich den coolen Cerato nicht mitgenommen. Oh mein Gott, da wäre ich jetzt traurig. Zumindest haben wir dich noch. Das soll es auch gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns nächstes Mal wieder und wir geben es nicht auf. Wir werden gegen Medusa gewinnen. Irgendwann wird es soweit sein. Und das werde ich auf dem Video haben. So ein Ding nämlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.